Schmini, der Wochenabschnitt, dieses Schabbat, konnten wir letzte Woche noch nicht lesen, denn da war erst Schwi'i. Schwi'i, der siebte Tag Pesach, und Schmini, der achte Tag, das war noch zu früh. Doch nicht umsonst war die Schwi'i, dieser siebte Tag, notwendig. Denn am achten Tag, was treffen wir da an? Am achten Tag offenbart sich Gott dem jüdischen Volk im Stiftszelt. Doch damit das möglich war, brauchte es zuerst die sieben. Die sieben am siebten Tag von Pesach, da muss das jüdische Volk gerettet werden vor den Ägyptern, die ihnen nachjagen. Sagt Gott zu Moschee, Manti Zakelei, was schreist du zu mir? Da Ber el Bnei Israel veYisau, ihr sollt ziehen. Wohin soll man ziehen? Ins Meer? Genau. Nach Shon ben Aminadav, der Fürst, der Anführer des Stammes Judah, er springt ins Meer, er macht die ersten Schritte und dann spaltet sich das Meer vor ihm. Damit eine Acht möglich wird, damit das Zusammentreffen von Gott und dem Menschen ermöglicht wird, braucht es zuerst einmal, dass der Mensch etwas dafür tut. Der Mishkan musste zuerst erbaut werden von Menschenhand, sieben Tage lang errichtet werden und wieder abgebaut. Und ein ganzer Prozess, damit Gott sich offenbaren kann. Wir sind gefordert, in diesen Tagen unseres zu tun, damit Gott sich offenbaren kann in unserem Handeln. In dem Sinne auch, diese Woche werden wir Yom HaTzmaut feiern, mit dem Staat Israel zusammen hoffentlich feiern können, dass Gott sich anhand der menschlichen Werke auch da weiter zeigen wird. Herzlich Shabbat Shalom und Mazal Tov dem Staat Israel.